So, Hallöchen, meine werten Freunde der Sonne, und damit Hallöchen und auch Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Minecraft-LP. Wir werden kurz ein paar Zombies wegklatschen, die jetzt hier gerade schon reingespawnt sind und in unserer XP-Farm hier dumm rumstehen. Aber das ist nicht, was wir heute eigentlich machen werden. Aber ja, die sind schon da, deswegen machen wir es mal eben kurz. Außerdem werden wir kurz das Ding hier disenchanten, weil das gibt uns auch nochmal ein bisschen was Bonus-XP. Dann schmeißen wir das Ding hier rein und gucken kurz, was ist zum Wegklatschen. Nö, okay, dann klatschen wir kurz die Freunde jetzt hier noch weg. Und dann würde ich sagen, verrate ich euch mal kurz, was ihr aber wahrscheinlich auch schon im Titel entnehmen konntet. Ich weiß nicht genau, ob ich den Titel reinpacken werde, weil wie ich dieses Video titeln werde, ich habe doch auch selber noch keine Ahnung. Aber dann werde ich euch mal kurz verraten, was wir heute tun werden. Und zwar werden wir uns vorbereiten auf etwas, was wir dann bald tun werden. Denn wir werden heute wahrscheinlich noch nicht mit dem eigentlichen Ding anfangen. Ich habe in der letzten Folge, glaube ich, schon angemerkt, dass ich gerne eine Möglichkeit hätte, etwas effizienter XP zu farmen. Und ja, ich vermisse ein bisschen meine Zero-Tick-Farm, in der ich dann da hinten in dem kleinen Häuschen war das, in der ich Zero-Tick-mäßig dann Kakteen gefarmt hatte. Hab mich dann aber behind the scenes, sag ich mal, also zwischen diesem Part und dem letzten Minecraft-LP-Part, mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, was man denn so Schönes machen könnte, um an Kakteen ranzukommen, also Kaktusfarmmäßig. Und hab da ein ganz nettes Design gefunden, das ganz gut funktioniert, sag ich mal. Dazu habe ich übrigens auch selber ein kleines Skype-Video hochgeladen, wie man das Ganze baut, wie man das Ganze vergrößern kann, skalieren kann, was auch immer. Das ist relativ simpel zu bauen, relativ effizient. Ich meine, was heißt effizient? Es ist halt keine Zero-Tick-Farm, es ist nicht so effizient wie eine Zero-Tick-Farm, logischerweise. Es sei denn, man baut es halt gigantisch riesengroß, dann ist es vielleicht sogar effizienter, aber gut. Ne? Also, dann kann man halt genauso gut auch einfach zwei Zero-Tick-Farmen bauen, dann hat man halt eine doppelt so effiziente Zero-Tick-Farm gehabt, aber die gibt es halt nicht mehr. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden eine Kaktusfarm bauen. Oder eine automatische Kaktusfarm, und dann werden wir die Kakteen umschmelzen zu Farbe, die ich nicht brauche, aber die XP, die ich da dann rauskriege, die kann ich gut gebrauchen. Und wir werden dafür ein paar Dinge brauchen. Ich merke gerade, dass ich tatsächlich schlau, wie ich bin, gerade komplett vergessen habe, erstmal zu gucken, was wir denn schon in den Truhen haben. Zum Beispiel Glas werden wir eine ganze Menge brauchen. Haben wir aber auch schon eine ganze Menge von. Sand haben wir auch eine solide Menge, das sollte normalerweise ausreichen. Denke ich doch mal, kaktusmäßig. Jetzt muss ich kurz mal selber überlegen. Ja, übrigens soll das Video noch nicht oben sein, also das Kaktus-Farm-Guide-Video. Dann herzlichen Glückwunsch, ihr habt gerade herausgefunden, was ich dann bald hochladen werde. Aber ich glaube, das Video müsste schon online sein, wenn dieses Video jetzt hier online geht. Deswegen, I guess, falls schon online ist, verlinke ich es hier oben rechts da in der Ecke. An der Stelle mal. Ich suche gerade um nach Kakteen. Ich könnte schwören, dass ich irgendwo... Habe ich keine Kakteen? Habe ich noch keinen Kaktus? Okay, Baumaterialien sind halt nicht, ne? Farm und Essen, sind hier Kakteen drin? Habe ich keine Kaktusblöcke? Jo, haben wir gar keine... Achso, nehmen wir mal. Ja gut, das macht... Ich bin so blöd, ne? Natürlich habe ich Kaktusblöcke. Die sind hier drin. Ja, ich hatte ja eine Zero-Tick-Farm. Ich wollte gerade sagen, habe ich keine Kakteen? In meiner LP-Welt, so, natürlich habe ich Kakteen. Das war der übelste Brain-Lag des Jahrtausends. Natürlich habe ich jede Menge Kakteen, noch von meiner Zero-Tick-Farm über. Würde ich ja literally gerade eben geredet habe. Ich habe gerade aus irgendwelchen Gründen nicht eins zu eins zusammengezählt, dass ich logischerweise noch Kakteen über habe von meiner Zero-Tick-Farm, die Kakteen gefarmt hat. Und habe gerade gesucht nach Kakteen-Animals. Ihr versteht schon, was ich meine. Denke ich mal. So, ich würde das Ganze aber ganz gerne auch aus dem hübschen Baublock bauen. Und nicht nur aus Cobblestone oder so. Wir gehen mal kurz in die Nether-Truhe. Meint ihr, das reicht? Ich meine, wenn es nicht reicht, Netherbricks Farm ist jetzt nicht so schwer, ne? Das könnte man machen. Aber ich weiß nicht, verschandelt das nicht so ein bisschen die Landschaft, so die Farm aus Netherbricks zu bauen? Ich hätte schon ganz gerne was Hübsches. Ich hätte schon ganz gerne hübsches Baumaterial. Aber ich glaube, was wir jetzt erstmal machen werden, so oder so, ist, wie wir jetzt gesagt, wir werden heute wahrscheinlich noch nicht dazu kommen, damit anzufangen. Den ganzen Bums, da haben wir noch eine wunderbare Eisenschaufel, die ich jetzt erstmal verbraten kann. Wir werden wahrscheinlich heute eh noch nicht wirklich dazu kommen, den ganzen Bums zu bauen. Denn ich werde heute wahrscheinlich erstmal damit anfangen, ein bisschen Sand zu farmen. Da wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Glas brauchen werden. Ich weiß nicht genau, wie krass ich das Ganze verglasen will, diese Farm. Aber ich will sie auf jeden Fall verglasen, dass man schon reingucken kann. Und den Kakteen mal wachsen zugucken kann. Optionalerweise, einfach nur... Damit es geht, damit ich sagen kann, so, jo, da kann man reingucken und dann kann ich mich da vorstellen, kann mich darüber freuen, dass da Kakteen wachsen. Deswegen gehen wir erstmal kurz ein bisschen was an Sand farmen. Ich meine, da hinten in diese Richtung war irgendwo ein wüstenmäßiges Biom. Da werden wir kurz, das ist schon eine Ewigkeit her, dass ich das letzte Mal hingegangen bin, für irgendwas, um ehrlich zu sein. Ja, da werden wir jetzt hingehen und werden da kurz ein bisschen Sand farmen, weil wir Sand brauchen, weil wir Glas brauchen. Also wir haben zwar irgendwie 3 Stacks, aber ich bin nicht so confident, dass es reichen wird, weil ich die Farm relativ groß bauen muss wahrscheinlich. Also auch nicht so mega groß, aber groß genug, sage ich mal, dass wir dann soliden Kaktus-Output haben. Das Schöne ist nämlich, dass wir dann natürlich... Wie bin ich denn hier sonst hochgekommen, BTF? Also ich weiß, dass ich hier schon... Machen wir es mal so, I guess. Keine Ahnung. Okay, dann machen wir es mal so. Okay. Ja, was soll ich sagen? Genau. Also das Schöne ist halt, dass man halt parallel arbeiten kann. Also man kann halt quasi... man kann hingehen und kann dann die Kakteen schmelzen und parallel zum Beispiel noch Zombies wegklatschen und hat dann eine ziemlich solide XP-Output-Rate. Wir werden noch jede Menge Level brauchen. Da wir insgesamt irgendwie jedes Rüstungsstück, also vier Rüstungsstück kombinieren müssen und irgendwie 4 Tools oder so. Ich habe schon so oft ausgerechnet, wie viele Sachen wir... Oh, hallöchen, ein grünes Schaf. Eins von den von mir wahrscheinlich manuell grün eingefärbten Schafen hier an der Stelle gerade. Ja, wir müssen noch jede Menge Sachen auf jeden Fall einleveln, wollte ich gerade sagen, hochleveln.
zusammen enchanten. Und das wird jede Menge Level kosten, deswegen macht es Sinn, dass wir jetzt eben schnell hingehen. Und was heißt eben schnell, aber dass wir jetzt halt hingehen und jetzt ein paar Folgen vielleicht verschwenden, in Anführungszeichen, um diese gigantische XP-Maschine quasi zu bauen, in Form von einer Kaktusfarm, die wir dann wiederum nutzen können und werden und wollen und generell überhaupt, um halt dann die XP dafür zu farmen, um den ganzen Bums miteinander zu kombinieren, weil ich dann endlich mein Neverate-Toolset und Rüstungsset und generell überhaupt dann haben werde. Deswegen mache ich das jetzt hier an der Stelle mal eben schnell, in Anführungszeichen. Mal schauen, ich habe meistens ja noch nicht so wirklich geplant, wie groß ich es genau bauen will. Ich weiß nur, dass ich wahrscheinlich, ich bin gerade überlegen, ich glaube, wir werden mindestens 3 oder 4 Etagen davon bauen müssen. Also wahrscheinlich eher mehr, ich tendiere eher Richtung 5 bis 10. Das wird wahrscheinlich ein gigantischer Turm werden, zum Kaktusfarmen. Vielleicht bauen wir auch noch einen zweiten Turm und kombinieren die beiden Türme dann miteinander. Ich habe es mir noch nicht so genau überlegt. Ich habe auch noch nicht so genau überlegt, woraus ich das Ganze wirklich bauen möchte. Ich hätte ursprünglich ganz überlegt, ja, baust einfach aus Cobblestone. Dann ist mir gerade so, als ich die Aufnahme angeschmissen habe, ist mir so aufgefallen, so, ja, ist gut, ne? Kann man machen, kann man aber auch sein lassen. Man könnte es auch aus irgendwas Schönerem bauen. Sag ich mal, wir werden einfach am Anfang einfach irgendwo hier Sand abzubauen. Ich weiß noch nicht genau, wie viel. I guess, wir werden einfach Sand abbauen, bis die Schaufel kaputt ist. Dann haben wir, ja, weiß ich nicht, 1,5 Stacks Sand oder so. Nochmal extra, was dann nochmal wiederum 1,5 extra Stacks Glas ausmachen wird. Das wird genügen, hoffentlich, Fragezeichen, frage ich mich Zeichen, ich weiß nicht genau. Wir werden sehen. Ich hätte vielleicht doch noch nicht andere Schaufel mitnehmen sollen, fällt mir übrigens gerade an der Stelle auf, aber ich hatte auch irgendwie nicht mehr im Kopf, dass es so weit weg ist, also dass meine Sandfarm-Location quasi so weit weg ist, in Form von dieser Wüste. Es ist wirklich Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal hier Sand gefarmt habe. Also ich weiß nicht genau, wann es das letzte Mal war, aber ich weiß, dass es schon wirklich ein bisschen was länger her ist, erstmal so. Aber ja, wir werden hier schon ein bisschen was am Sand farmen jetzt. Und dann werden wir den Bumster bauen. Ja, die Neverbricks, muss ich sagen, finde ich gar nicht mal so hässlich. Was schmeißt du denn jetzt hier weg? Wieso habe ich den ganzen Bumster? Ah, wir haben Eisen dabei, das ist sehr schön. Ich schmeiße einfach mal die 20 Cobblestones weg, ja, passt schon. Dann können wir theoretisch gleich noch eine zweite Eisenschaufel herstellen. Das ging natürlich auch. Sollte der Ingame-Tag auch nicht zu Ende sein, weil ich hätte jetzt keine Lust, hier im Dunkeln buddeln zu müssen. Das ist so eine Sache, das ist wieder so, ich bin gerade auf Level 32, ich sollte jetzt gerade nicht risken zu sterben. Die Rüstung, okay, die Rüstung hat noch relativ viel HP auch, muss ich sagen. Na, nicht das. So, das packen wir schon auf den Slot. Damit sollte es dunkel werden bald, dass ich da eine Möglichkeit habe, schnell mich hochzuheilen wieder. Sag ich jetzt mal so. Und so. Aber ja, Neverbricks sehen. Hoppala. Neverbricks sehen natürlich ganz, ganz hübsch aus, aber das Ding ist, der rote Farbton, der passt nicht so. Wobei, doch, der passt schon, oder? Mein, habe ich Holz dabei? Ich habe kein. Ah, wir haben eine Axt dabei. Wir nehmen auf die Axt. Und kloppen kurz irgendwie den Baum hier weg. Oder den irgendeinen freistehenden am besten, der keine Blätter hinterlässt. Das finde ich ganz cool. Okay, wir bauen einfach den hier ab. Keine Ahnung, whatever. Das ist der erstbeste. Ich bin eh nicht oft hier in der Region. Wieso habe ich gerade ein neues Crafting-Rezept unlocked? Ist es das erste Mal, dass ich einen Baum dieser Sorte hier abgebaut habe? Das finde ich ja mal crazy. Dass ich anscheinend noch keinen Baum dieser Sorte, keinen Birch-Baum, bis jetzt abgebaut habe in meinem LP. Das ist crazy. So, ich kommentiere einfach mal kurz alles, würde ich sagen. Die 4 Freunde schmeißen kurz zur Seite. Crafting Table, damit ich hier den Crafting Table. So, irgendwo. Hallo? Wo ist er hin? Ach, ich habe schon einen dabei gehabt. Das ist natürlich mal wieder ein absolut unfassbar schlauer Schachzug von mir, dass ich jetzt hier den und so. Ich schmeiß mal auch mal weg die Sticks, weil wir keinen Platz mehr mit haben. Wunderbar. Und den Crafting Table können wir sogar wieder mitnehmen und dann passt er schon. Ja, also gut, die Sticks und die Slaps hier, die sind halt jetzt. Die haben es verloren, ja. Es ist mir jetzt wurscht. Ich hab's jetzt nicht so dringend, dass ich jetzt hier unbedingt diese 4 Slaps noch brauche und die 2 Sticks und whatever. Ich brauche einfach Sand, einfach Sand, deswegen würde ich sagen, wir schmeißen den Bums einfach weg und bauen einfach noch weiter Sand ab. Realisieren, dass unser Inventar wieder voll ist und schmeißen kurz die Seeds weg, die ich auch aus irgendwo noch dabei habe, wie mir gerade aufgefallen ist. Dann haben wir wieder einen Slot frei für noch mehr Sand. Wo ist die Sonne gerade? Hallo? Ist die schon am Untergehen? Die ist schon am Untergehen. Okay, wir bauen das hier noch ab und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon wieder zurück. Weil, wie gesagt, ich will nicht risken, jetzt hier zu sterben. Ich habe keine Lust, jetzt hier durch einen random Creeper ins Nirvana geblasen zu werden. Ja. 32 Level sind dann doch schon fast ein bisschen was. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, woraus ich das Ganze bauen will. Ich wollte gerade sagen, Blackstone ist auch ein ganz, ganz cooles Material, wovon ich leider auch nicht allzu viel habe. Das Problem ist aber, dass mir jetzt gerade aufgefallen ist oder wieder eingefallen ist. Wir sind auf Level 32, ne? Das heißt, wenn ich jetzt Blackstone im Never farmen gehe und aus irgendwelchen Gründen im Never sterbe, was. Ich meine, ich will natürlich nicht im Never sterben, aber es kann passieren. Der Never ist schon so ein Bereich, da kann das schon mal passieren. Deswegen, ja. Nee. Ich glaube, wir bauen es doch dann vielleicht einfach aus Cobblestone oder so. Ich weiß nicht. Also das Ding ist, Cobblestone passt halt auch irgendwo in die Landschaft meiner Welt. Ne? Weil, aber wir haben schon mehr, also ich habe schon mehrere Sachen aus Cobblestone gebaut. Warum zur Hölle ist hier.
Ach, wegen dem Schaf. Ich wollte schon sagen, warum sind die einzelnen Dirtblöcke? An sich passt Cobblestone ganz gut in meine Welt, einfach nur, weil ich schon diverse andere Sachen ausgebaut habe. Wie zum Beispiel dieses gigantische Ding da hinten, was halt eine Mob-Drop-Farm ist. Simpel einfach gesagt, hallo Mr. Slime, ich höre dich. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich höre dich doch. Ist das hier irgendwie eine Höhle? Ist das hier irgendwie eine Höhle? Direkt ist hier? Ist das Slime irgendwie hier? Ich höre ihn so, als wäre er direkt neben mir irgendwie. Aber ich sehe ihn irgendwo. Ist er irgendwie hier unten? Warum ist es da? Warum leuchtet es da unten? War ich hier schon mal drin? Nee, hier ist Lava, okay. Hä, ich höre den Slime, als wäre der irgendwie hier. Okay, das ist ein Skelett. Das habe ich zum Beispiel gerade nicht gehört. Wo ist denn der Slime? Ist er hier? Ist er hier irgendwie? Da, krass, okay, da ist der Slime in so einem random Höhlenloch. Okay. Hallo. Ich würde gerne einmal Slime-Balls von dir. Hallo? Wie viel Damage steht der bitte? Seit wann haben Slimes so gigantische Hitboxen? Das habe ich ja überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt. Muss man Slimes immer noch. Muss man Slimes immer noch mit der Faust punchen, damit die irgendwie was droppen? War das nicht so? Ja. Okay, good talk, good talk. Ich habe irgendwie so finstere Erinnerung gehabt, dass da was war. Zombie kommt natürlich auch noch, vielen Dank. Wir kaufen nichts. Du Kollege. Ja, nimm noch meinen Slime-Box, vielen Dank. Vielen Dank. Ich komm. Sag mal, die haben gerade auch Slime-Box, glaube ich. Okay, und das Shredded Fortune, deswegen war ich halt wahrscheinlich einfach unlucky. Ich könnte schwören, das war mal so, dass man die irgendwie mit der Hand punchen musste, damit die was droppen. Elf Slime-Balls ist eine ganz solide Menge, muss ich uns sagen, an der Stelle. Hallo, Mr. Creeper. Das Ding hat eh nur viel Durability. Nevermind. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht genau, wie viel Durability das Ding noch hat. Aber ich komme jetzt endlich runter. Wisst ihr was, wir gehen einfach zurück. Wir gehen jetzt einfach zurück. Ich habe elf Slime-Balls. Wie bereits gesagt, ich sollte es hier nicht risken, wegen irgend so einem Schwachsinn zu sterben. Wir sind noch relativ weit weg von zu Hause. Da hinten ist zu Hause. Und wir sind gerade hier irgendwo. Und die Sonne ist auch schon, keine Ahnung, fast Untergang. Wir werden jetzt einfach schnell rüberschwimmen. Ich könnte jetzt greedy sein und sagen so, yo, ich habe nicht so mega viele Slimeballs, weil ich habe tatsächlich nicht so mega viele Slimeballs. Ich könnte jetzt greedy sein und gierig sein, könnte sagen so, ja, die holen wir uns jetzt noch, aber wozu? Ja, also ich brauche es aktuell eh nicht wirklich. Ich habe jetzt nichts, wo ich sagen würde so, ja, das muss ich unbedingt mit Slimeblocken und Sticky Pistons bauen, deswegen, ja. Nice to have, aber muss nicht, deswegen gehen wir jetzt einfach weiter nach Hause. Gehen wir jetzt einfach weiter nach Hause und ignorieren diesen einen Slime noch an der Stelle. Weil es wahrscheinlich schon relativ dunkel sein wird, wenn ich gleich zu Hause ankomme. Oder jetzt schon, eigentlich. Ich glaube, jetzt können schon Monster spawnen. Das ist ein bisschen concerning, aber wir hoffen einfach mal, dass jetzt kein Creeper mir ins Gesicht spawnt oder so. Wir sollten uns vielleicht hochessen. Einfach so preemptively, just in case. Und ja. Dann werden wir sehen. Aber ihr seht, das ist Cobblestone gebaut, das ist Cobblestone gebaut, das Ding ist Cobblestone gebaut. Das theoretisch ist mein Inventar, ein Lager, automatisches Lagersystem, Dingsbums. Das ist gebaut was ist, Diorit, Andesit, welche von denen ist es? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall dem roten Overworld-Gestein quasi, deswegen das ist auch kein Rot. Da würde dann der Never-Ziegel Spaß zu passen und ich habe auch ein kleines Ding aus Never-Ziegeln gebaut, nämlich meine Never-Ward-Farm. Die, okay, da sehe ich eine Spinne, zwei Creeper, das ist wieder alles ganz toll. Bleibt bitte einfach draußen, lass mich in Ruhe, vielen Dank. Ja, das Ding da hinten ist halt weiß, rot, rötlich, whatever. Aber das meiste ist in dieser Welt aus Holz und Cobblestone gebaut. Und da hinten habe ich halt, wie gesagt, die Never-Ward-Farm, die ist auch aus den thematisch passenden Never-Steinen gebaut. Actually, I guess, was wäre denn thematisch passend zu Kakteen? I guess Sandstone? Ich muss aus Sandstone zu bauen, aber ich Sandstone, wie viel Sandstone habe ich? Ich weiß, dass ich Sandstone habe, aber wie viel habe ich? Wie viel Sandstein haben wir? Ja, das ist die falsche Stufe. Wir haben 14 Stücke Sandstein. Ganze 14 Stück und 10 Stücke geschnittenen Sandstein. Das ist nicht genug. Lass mal so. Nicht genug ist die Untertreibung des Jahrtausends übrigens. An dieser Stelle. Wir packen mal den Sand hier rein, nehmen das Eisen raus und packen den Sand hier rein und den Sand da rein. Damit sollte das. Oh, ich habe keine Kohle. Okay. Damit sollte das normalerweise sandtechnisch genügen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hallo Mr. Creeper, wir bleiben kurz drin. Die Frage ist jetzt, wie gesagt, woraus bauen wir das Ganze? Kann ich es von hier aus sehen übrigens? Dann zeige ich euch das Ganze einfach einmal von hier aus. Ja, da sieht man es da, das ist halt aus Never Brick, wie heißen die? Never Bricks? Ja, aus Never Bricks gebaut. Das ist auch interessant. Man könnte es aus den Crimson Holzsorten könnte man es auch bauen, ne? Das ist auch interessant irgendwie. Weiß nicht. Hätte auch was so aus blauem Holz vorbei. Passt halt auch nicht so wirklich so thematisch zu. Ich bin ganz überlegen. Ich bin halt wirklich seriously am überlegen, woraus man das bauen könnte, was ganz gut aussehen würde. Hier ist Mossy Cobblestone, aber das also davon habe ich halt auch nicht genug. Und da an große Mengen von ranzukommen, ist halt auch ein einziger Schmerz. Von Cobblestone habe ich halt jede Menge. Cobble Deep Slate, ne? Das muss ich sagen an der Stelle. Hat auch was. Passt aber auch wieder optisch, ne? Ist ein bisschen anders als Cobblestone. Passt nicht so gut wie Cobblestone, meine Welt. Es ist halt einfach so, ne? Wir können es auch hier ausbauen, aus Granit, I guess. Das wäre auch eine Option. Genau, Granit ist das. Granit ist das. Das wäre natürlich auch eine Option.
Aber ich muss sagen, optisch, so jetzt so in Retrospective, ich finde das gar nicht mal so nice aus. Also ich weiß nicht. Das Haus da hinten ist. Es ist okay, aber es passt optisch nicht so richtig in meine Welt. Ne? Ich habe so viele Sachen aus Holz und Cobblestone. Ich finde optisch da ich weiß nicht. Ich glaube, wir bauen es einfach wirklich aus Cobblestone, möchte ich sagen, den riesigen Turm. Vielleicht bauen wir den, wisst ihr was, wir bauen den vielleicht wirklich in die Nähe von. Das kann man von hier aus so schlecht sehen, weil ich keine guten Fenster auf dieser Etage habe. Habe ich auf der. Wegen der Etage müsste ich. Oder wir gehen einfach nach ganz oben. Ich war schon lange nicht mehr ganz oben beim Turm. Irgendwo hier ist auch mein Enderfreund. Ich glaube, eine Etage weiter unten. Da ist er. Hallo. So. Wir gehen mal kurz nach ganz oben. Weil, warum nicht? Wie gesagt, ich war lange nicht mehr ganz oben. Deswegen gehen wir einfach mal ganz oben hier in den Turm. So. Und dabei dürfte ich auch alles schön mit Schnee bedeckt sein. Jawohl. So ist es. Ja, wir bauen es vielleicht einfach wirklich da hinten, so hinter diesen Lavasee oder sowas. Oder da so hin, ich weiß nicht. Irgendwo da baue ich es vielleicht hin. Da könnte ich mir das irgendwie gut vorstellen, das Ganze hinzubauen. Das hört mal was. Wenn jetzt hier von da oben muss ein Creeper runterjumpen, mich einfach nach Valhalla bombt, ne? Das wäre wieder. Das wäre der Klassiker. Möchte ich an der Stelle mal anmerken. Aber ja. Irgendwie da so hin oder hier. Nein, das ist mir zu nah am Haus, weiß nicht. Das verschandelt halt schon so ein bisschen die Landschaft, muss ich sagen. Deswegen würde ich es lieber ein bisschen weiter wegbauen. Vielleicht irgendwie, wie gesagt, wirklich so da hinten hin oder so. Es muss halt aber gleichzeitig halt auch. Actually, ich sollte es in die Nähe, ich sollte es vielleicht wirklich da so hinbauen. Weil wenn ich hier stehe und XP farme, farme ich dann passiv gleichzeitig die ganze Kakteen, weil die Chunks halt geladen sind von der Farm. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, wie weit ich quasi davon weg sein darf, sodass die Kakteen noch wachsen. Ich würde es dann vielleicht irgendwie da so hinbauen. Und dann bauen wir das aus Cobblestone oder so. Das klingt nach einem Plan. Ich glaube, das machen wir so. Aber ich glaube, das werden wir nicht mit der heutigen Folge machen. Wenn ich sage, ich glaube, manche, wieso ist denn hier noch Schnee? Oh krass, tatsächlich ist also. Oder ist hier. Ah, das ist der Zaun drüber, ich wollte gerade schon sagen. Deswegen ist nur hier Schnee und da keiner. Okay. Ja, tatsächlich würde ich sagen, das machen wir nicht mehr in der heutigen Folge. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Aber für die heutige Folge würde ich sagen, ja, guter Fortschritt, sage ich mal. Also im Sinne von, wir haben nicht viel gemacht, außer Sand zu fahren, aber ich habe jetzt für mich so meine Pläne mal so ein bisschen formuliert und jetzt, ne, ihr wisst Bescheid und das werden wir in der nächsten Folge, dann machen. Da werden wir die Farm dann wahrscheinlich dahin bauen. Also da so hin, weil hier vorne weiß ich nicht, aber da hinten hin werden wir dann wahrscheinlich die Kaktusfarm bauen. Vielleicht werde ich dann auch in die Nähe davon, das habe ich auch irgendwo von einer lustigen To-Do-Liste da unten stehen, wir gehen kurz runter. Vielleicht baue ich dann auch ganz in die Nähe davon dann mal so einen Autosmelter, wo man dann einfach nur Sachen in die Truhe reingibt und dann, hallo, bist du Enderfreund, wo man dann nur Sachen in die Truhe reingeben muss, das steht glaube ich irgendwo hier oben auf einem von den Schildern. Ja, Long-Term-Ziele, irgendwo hier, da, Autosmelter. So einen Autosmelter bauen wir dann vielleicht auch da in die Nähe hin. Weil logischerweise würde es irgendwo Sinn machen, einen Autosmelter zu haben, um die ganzen Kakteen umzubrennen. Und dann zwischendurch da vorbeizustoppen und zu sagen, so, jo, bitte einmal die Erfahrungspunkte auszahlen, sozusagen. Und dann, ja, leveln wir damit. Und so weiter und so fort. Auch das gibt uns ein bisschen was an XP, logischerweise das Glas zu schmelzen, aber es ist verschwindend gering. Wenig überraschend, es ist verschwindend gering. Aber dann haben wir nochmal einen weiteren Stack an Glas. Und damit haben wir insgesamt, glaube ich, schon 4,5 oder so. Ja, 1, 2, na okay, 3,5 Stacks an Glas. Aber lieber 3,5 Stacks als keine Stacks oder so. Ja, ich glaube, glastechnisch haben wir tatsächlich schon genug. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie groß wir es genau bauen werden. Aber ja, ich glaube, wir werden 10 von diesen. Weil das ist halt so ein Skalier, das habe ich glaube ich auch noch gar nicht erwähnt. Es ist, also ich habe erwähnt, dass es skalierbar ist, aber es ist so ein skalierbares Design. Das ist halt, ich glaube, ein Raum ist ungefähr so groß wie eine Etage hier von meinem Haus. Ein bisschen kleiner. Also ein bisschen höher und ein bisschen schmaler, aber ansonsten. In Breite und Länge und generell überhaupt. Aber es ist ungefähr so groß wie einer von diesen Räumen hier, sag ich mal. Ein bisschen höher und ansonsten ein bisschen kleiner. In den anderen Dimensionen. Und die kann man halt aufeinander stapeln. Und von diesen Bauzellen, von diesen Kaktus-Farm-Zellen, was auch immer, werde ich dann wahrscheinlich so um die 10 bis vielleicht sogar 20 bauen. Ich werde einige brauchen. Ich weiß, dass ich einige brauchen werde, weil die produzieren zwar Kakteen, aber einer von diesen Räumen generiert vielleicht am Ingame-Tag ein bis zwei Stücke Kaktus. Das heißt, ja, wir werden einiges davon brauchen. Okay, ein bis zwei ist ein bisschen wenig vielleicht. Vielleicht eher so 4 bis 5 Stücke Kaktus pro Raum, pro Tag, also pro Ingame-Tag oder so. Das heißt, da wären wir dann irgendwie bei einem Stack pro Ingame-Tag für, weiß ich nicht, 10 bis 13. Ich ziehe mir die Zahlen gerade aus dem Hintern. Also ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber wenn das stimmen würde mit 5 Stück Kaktus pro Raum pro Ingame-Tag, dann wären wir dabei irgendwie 10 bis 15 Räumen, die wir bräuchten. Keine Ahnung, 10 bis 13, irgendwie so aus dem Dreh. Ja. Ich werde mal schauen. Ich werde es mir mal überlegen. Aber ich denke mal, wir werden das Ganze da hinten hinbauen. Wahrscheinlich wirklich aus Cobblestone, auch wenn ich schon so viel aus Cobblestone. Das ist halt das Ding. Wenn man einmal viel aus Cobblestone gebaut hat, baut man halt alles aus Cobblestone, weil es dann halt ins Schema passt. Ne? Also, weiß nicht.
sonst hat man halt das Problem, was ich hier jetzt wo der Creeper auch weg ist, vor der Tür kann ich ja auch mal kurz rüberlaufen, warum nicht, bevor ich das Video jetzt hier wirklich beende. Sonst hat man halt das Problemchen, was ich jetzt hier auch irgendwo habe. Ich habe genau zwei Gebäude, die ich nicht aus Cobblestone und Holz gebaut habe. Und zwar ist das einmal dieses hier, das mega auffällt, weil es halt knallrot ist und es passt halt farblich einfach nicht zum Rest, sag ich mal. Es stickt halt out wie so ein Soul Farm. Ja, das hier. Das ist halt, keine Ahnung, das passt halt überhaupt nicht. Und das einzige andere Gebäude, das ich aus anderen Materialien, okay, abgesehen von dem da hinten, aber das steht halt eben relativ weit weg. Abgesehen davon, das einzige andere Gebäude wäre dann noch das hier, was ich aus, ich weiß gar nicht, Diorit ist das, glaube ich, oder Andesit, ich vergesse mal, was da was ist. Aber ihr seht, das habe ich aus anderen Blöcken gebaut, noch das. Sieht optisch, es ist mega auffällig. Es ist, passt optisch irgendwie nicht so richtig zum Rest dazu. Deswegen, wenn man einmal irgendwie alles aus Cobblestone gebaut hat, dann zwingt einem das Spiel so indirekt dazu, den Rest auch noch daraus zu bauen, sonst sieht alles irgendwie doof aus. Keine Ahnung. Aber ja, vielleicht baust du doch auch, dann doch auch aus irgendwas komplett anderem, aber wahrscheinlich nicht. Und ja, hier ist die Historie. Ist das ein wilder Wolf? Hallo. Ein wilder Wolf. Krass. Ja gut, macht Sinn. Ich meine, das hier ist, glaube ich, eh das Biom, wo die wilden Wölfe aus spawnen. Aber den lassen wir mal hier in freier Wildnis wild sein, I guess. Oder Kaktus. Ist der Kaktus gerade gewachsen? Ich habe der Kaktus gerade eins. Wo kommt die Enderperle her? Ist hier ein Enderman-Ring gestorben? Ich kann mich irgendwie so vage an irgendwie sowas erinnern, aber das ist die historische Zero-Tick-Farm und ich glaube tatsächlich, ich habe diese Truhe hier größtenteils leer gemacht gehabt, oder? Kann es sein, dass dieser Kaktus im Verlauf der letzten 50 oder so Folgen nach und nach immer weiter gewachsen ist und dann hier schön die Truhe voll gemacht hat? Das fände ich auch mal sehr, sehr, sehr funny. Aber ja, die funktioniert nicht mehr, wie bereits gesagt. Und, aber ich habe sie stehen lassen, weil das ist die historische Zero-Tick-Farm. Und dahinter haben wir das historische Aquarium, das ich irgendwann mal gebaut habe, aus Gründen. Ja, aus Gründen. Punkt. Der Satz endet hier an dieser Stelle. Keine Ahnung. Okay, aber ja, ich würde sagen, das wäre soweit für die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir uns dann wirklich dran machen, den ganzen Moons auch zu bauen, nachdem ich ihn heute in Planung gesetzt habe, sage ich mal. Da werden wir dann anfangen, damit in die Kaktusfarm auch wirklich zu bauen. Und ich würde sagen, das wäre soweit für die heutige Folge. Ich gucke gerade, ob ich denn irgendwo Füchse sehen kann oder sowas, weil das fände ich auch cool, wie man einen Fuchs in meiner LP-Welt zu haben. Weil Füchse halt relativ selten sind. Logischerweise. Aber ja, ich würde sagen, das wäre es soweit für die heutige Folge. Ich wünsche noch einen schönen Rüsttag, macht irgendwas Schönes. Oder oder auch irgendwas Nettes. Da sehe ich noch Pillager-Freunde, also Pillager-Freunde in Anführungszeichen. Macht irgendwas Schönes und oder auch irgendwas Nettes mit eurem Resttag, sag ich mal. Schaut ihm gerne vielleicht einfach die nächste Folge, insofern sie schon online ist. Oder schaut in irgendein anderes Video vom Kanal rein. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Was auch immer. Ich würde auf jeden Fall sagen, das wäre es soweit erstmal damit fürs heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch was Schönes, was Nettes. Lasst mir lieben gerne ein Abo da übrigens, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Auch das würde mich nämlich sehr unterstützen und mich auch sehr freuen. Aber das wäre es soweit für das heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.